Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem AIDA Primetime Magazin für diese Woche. Ich melde mich heute mal aus Las Vegas, da bin ich gerade auf der CES, der größten Unterhaltungselektronikmesse der Welt, und gucke mich hier mal um und ich wünsche Ihnen jetzt ganz, ganz viel Spaß mit Ihrem Primetime Magazin. Immer wenn man Schiffe im Hafen beobachtet, stellt man fest, dass sie viele verschiedene Flaggen haben. Der zweite nautische Offizier von AIDA Vita erklärt uns mal, was es damit auf sich hat. Hallo liebe Gäste, mein Name ist Terence Hunger, ich bin zweiter nautischer Offizier hier an Bord von AIDA Vita. Wir befinden uns hier am Flaggenstock Achtern, ganz hinten am Schiff, und wir wollen Ihnen heute erklären, wie das eigentlich funktioniert mit den Flaggen. Wann werden die Flaggen eigentlich gehisst? Die Flaggen werden generell gehisst, wenn wir ungefähr 3 nautische Meilen seewärts einer Küstenlinie in ein nationales Gewässer einfahren und wenn wir im Hafen liegen. Dies ist die italienische Flagge, das ist unsere Heimatflagge, unser Schiff ist in Italien registriert und die hissen wir immer ganz Achtern. Eine andere Flagge, die Flagge Hotel, weiß-rot, zeigt den Start, in den wir hineinfahren, an. Wir haben einen Lotsen an Bord, wir dürfen einfahren. Denn nach internationalen Regeln dürfen wir in keinen Hafen einfahren ohne einen Lotsen. Und eine weitere Flagge, falls Sie die im Hafen schon mal im Topmast gesehen haben, die Bravo-Flagge, ganz rot und mit einem kleinen Zacken drin, zeigt anderen Schiffen an, wir bunkern gerade Treibstoff, hier kann es gefährlich werden. Die Papa-Flagge, eine ganz interessante Flagge, die wurde in früheren Zeiten gehisst, 24 Stunden vor dem Auslaufen, um den landgängigen Seeleuten anzuzeigen, hey, kommt zurück, wir laufen bald aus, verpasst nicht das Auslaufen. Und natürlich brauchen auch unsere Tenderboote Flaggen. Und das war eine davon. Und da wir Seeleute sehr traditionsbewusst sind, behalten wir uns eine Regel immer im Hinterkopf. Flaggen dürfen niemals den Boden berühren. Und weil es bei Ihnen ja gerade so richtig kalt und ungemütlich ist, haben wir hier für Sie ein paar Bilder, die Ihr Herz erwärmen. Ein Tauchausflug in der Karibik. Viel Spaß! Jetzt geht's los! Eben haben wir noch was über Schiffe gelernt und schon kommt eine Psychologin an Bord. Gut, sie kommt nicht als Psychologin, sondern sie kommt als Comedian, Vera Deckers. Viel Spaß! Hallo, ich bin die Vera, ich bin Gastkünstlerin hier auf der AIDA Cara. Ich bin Psychologin und Stand-Up-Comedian. Ursprünglich gelernt bin ich eigentlich Psychologin von Beruf. Ja, yeah. Oh Gott, schon, ja, ein schweres Schicksal. Aber ich habe den Ausstieg geschafft, yes. Ja, weil wirklich, ihr müsst euch das mal vorstellen, dieser Job ist sowas von belastend, weil du redest ja den ganzen Tag nur über Beziehungsprobleme, Vereinsamung, traumatische Kindheitserlebnisse und die Patienten, die haben dann auch noch all ihre eigenen Probleme. Also die Psychologie und die Stand-Up-Comedy überschneiden sich natürlich insofern, als dass man, glaube ich, ja, sich für Menschen interessieren muss. Als Psychologin interessiere ich mich immer dafür, warum machen Menschen das, was sie machen. Und dann geht das natürlich auf der Bühne auch immer so, dass ich dann Theorien aufstelle und das über die reine Beobachtung hinausgeht. Und ich glaube, das gefällt den Leuten ganz gut. Also ich bin auf jeden Fall jemand, ich habe das am Anfang, ich habe mir das gar nicht vorstellen können, weil ich das so Handy, ich war so immer am Anfang, als die ersten Handys auf den Markt kamen, daran merke ich auch, wie alt ich bin, habe ich echt gedacht, so, also Handy unterwegs, telefonieren, so ein Schnickschnack, brauche ich nicht. Und ich bin ja immer so, ich bin immer erstmal dagegen. Immer erstmal, brauche ich nicht, Handy, brauche ich nicht, Internet, brauche ich nicht, fließend Wasser, ach, geh weg. Also richtig am Puls der Zeit, das bin ich. Also allgemein kann ich sagen, der schönste Moment ist immer, wenn die Leute mitgehen.
wenn man das Gefühl hat, die Leute teilen das, was man erzählt, haben die gleichen Erfahrungen gemacht, müssen aber auch lachen und dann ist das wie eine große Umarmung. Ich denke nur, du Spacko, geh doch einfach mal schnorcheln. Oder? Du Vollhorst, du bist am Strand von Barbados, wo du sonst nicht jeden Tag bist, aber es ist diese Zeit, oder? Es ist doch ein Phänomen dieser Zeit. Es könnten sich Kometen der Erde nähern in einem Feuerschweif, dass du Farben siehst, die du sonst auf dem LSD-Trip siehst. Sternschnuppen könnten auf dich niederregnen. Es würde aber mindestens einen Deppen geben, der es verpasst, weil er gerade so über seinem iPhone hängt und gerade postet, lebe den Moment. Ja, ist sauer. Ja, da könnt ihr ruhig mal klatschen. Ja. Und wenn auch Sie bei diesen Bildern das Fernweh packt, dann gehen Sie in Ihr Reisebüro oder auf www.aida.de. Und jetzt viel Spaß bei der Verlockung der Woche. Bitteschön. In Gran Canaria starten wir unsere Reise und fahren als erstes zur Blumeninsel Madeira. Danach nehmen wir Kurs auf Lanzarote. Wir besuchen noch La Palma und Teneriffa und fahren zurück zum Ausgangspunkt unserer Reise nach Gran Canaria. Und zum Schluss, wie immer, mit einem schönen Gruß aus Las Vegas, die schönsten Bilder der Woche von unseren Schiffen. Viel Spaß und bis zur nächsten Woche.